Meister Lampe. Auf dem Land passieren manchmal merkwürdige Dinge. Der Kopf des Hasen baumelte von einer Seite des Wegweisers herab, während der steif gewordene Körper auf der anderen Seite in einer krampfhaften Haltung dahinsiechte. Irgendein kranker Spinner muss dem armen Tier das Genick gebrochen haben, um es wie eine Trophäe für den Rest der Welt zur Schau stellen zu können. Ich musste mir schon öfters Geschichten anhören über Katzen- und Hundemörder, die nachts freilaufende Tiere einfingen und ihre abgeschnittenen Pfoten in kleinen Beuteln an den Ästen von Bäumen banden. Glücklicherweise blieb es bisher immer nur bei Gerüchten. Bis zu diesem Moment. Meinst du, das war dieser Irre? Entfuhr es Alex, dessen ungläubiger Blick auf dem Hasen haftete. Was für ein Irre. Ich runzelte die Stirn und zog dabei eine Augenbraue hoch. Gehen bei euch in der Klasse wieder neue Geschichten um? Endlich drehte Alex seinen Kopf zu mir. Das sind keine Geschichten. Das habe ich von Marcel und er hat noch nie Schwachsinn erzählt. Versuchte er sich zu rechtfertigen. Es gibt für alles ein erstes Mal. Ich hob meinen Fuß, der als provisorischer Ständer mich und mein Fahrrad im Gleichgewicht hielt, und begann wieder in die Pedale zu treten. Hastig tat Alex es mir gleich. Er konnte es nicht unterdrücken, den Kopf zurück in Richtung des Wegweisers zu drehen, bis er außer Reichweite war. Als wir an der Pforte unserer Schule ankamen, schlossen Alex und ich unsere Fahrräder an, worauf ich mich vorerst von meinem kleinen Bruder verabschiedete. Das Klassenzimmer war bereits aufgeschlossen worden und es dauerte nicht lange, bis mir jemand, nachdem ich mich an meinem Platz gesetzt hatte, auf die Schulter klopfte. Yo, Finn, alles klar? Es war Basti. Geht so. Hätte mehr Schlaf gebrauchen können. Ja, wer könnte das nicht? Er ging in die Hocke und stützte sich mit seinen Ellbogen auf meinem Tisch ab. Bald wirst du noch sehr viel weniger Schlaf bekommen, mein Freund. Ich ahnte Schlimmes. Wieso? Weil es wieder Zeit wird für eine Mutprobe. Er grinste und breitete feierlich die Arme aus. Deine Mutproben sind keine Mutproben. Ich öffnete meinen Rucksack, griff hinein und nach längerem Wühlen zog ich meine Englischmappe hervor. Wie bitte? Erzähl mal nichts. Er richtete sich auf und begann in großzügigen Gesten sein Vorhaben zu untermalen. Okay, ja, nachts über den Friedhof zu laufen oder im Wald umherzuwandern war jetzt nicht so der Bringer. Aber? Er nahm sich einen Moment zum Inszenieren einer theatralischen Pause. Dieses Mal wird es anders. Inwiefern? Ich war ein wenig skeptisch, denn Bastis Ideen waren eher heiße Luft als alles andere. Mit einem Winken deutete er mir, mich zu ihm vorzubeugen. Hast du schon mal von Meister Lampe gehört? Flüsterte er geheimnisvoll. Der letzte Hase, den ich gesehen habe, war tot. Der war an einem Wegweiser aufgehangen. Meinst du den? Antwortete ich. Basti wich wieder von mir zurück. Ehrlich jetzt? Krass. Er schien auf etwas anderes hinaus zu wollen. Aber nein, nein, den Hasen meine ich nicht. Ich meinte Meister Lampe. Derjenige, der den Toten den Weg ins Jenseits zeigen soll. Belehrend hob er seinen Zeigefinger. Und zufälligerweise kenne ich jemanden, der weiß, wie man ihn heraufbeschwört. Das ist deine Mutprobe? Ein Ritual oder sowas? Ich war der Idee nicht abgeneigt, fand die Geschichte rund um Meister Lampe jedoch etwas albern. Yep, so sieht's aus. Hast du Bock? Wie bist du auf diesen Meister Lampe gekommen? Warum kein Gläser verrücken oder dreimal Bloody Mary vor dem Spiegel sagen? Basti winkte ab. Bloody Mary, Gläser verrücken, du bist mir einer. Ein herablassender Ton lag in seiner Stimme. Wir werden, anstatt einen Geist zu uns zu rufen, Einblick in die Welt der Toten erlangen. Naja, vorausgesetzt Meister Lampe taucht auch auf. Basti neigte dazu, seine Vorschläge in einer übertriebenen Manie zu verkaufen. Kannst du dieses Wochenende? Wie wär's mit Freitag? Alex hat am Samstag Geburtstag und Sonntag sind wir zu Besuch bei meiner Tante, antwortete ich. Klingt doch super. Also am Freitag? Wir könnten nach der Schule direkt zu mir und uns dann später mit Lincoln treffen. Ich stutzte. Lincoln? Ja, Mann. Basti begann zu grinsen. Er besorgt die Utensilien für die Beschwörung und hat auch die Anleitung dazu. Zurückhaltend ist er zwar, aber an sich ein echt cooler Typ. Er hat mich auch auf Meister Lampe gebracht. Ein wenig unwohl war mir bei der Sache schon, aber meine Neugier siegte über meine Zweifel. Okay, am Freitag. Der Rest der Woche verlief relativ ereignislos. Ich verbrachte die meiste Zeit damit, mir Gedanken um ein Geschenk für meinen kleinen Bruder zu machen oder in meinem aktuellen Lieblingsvideospiel meinen vorherigen Highscore zu knacken. Am Freitagmorgen in der Schule fing ich allmählich an, unser Vorhaben zu realisieren. Angefangen damit, dass ich Lincoln in unser Klassenzimmer begeben hatte. Darf ich vorstellen, Lincoln, das ist Finn.
Finn, Lincoln. Basti trat einen Schritt zur Seite und ein gelangweilt reinschauender Kerl mit einer schlaksigen Figur stand vor mir. Hi, gab er trocken von sich. Moin, freut mich. Ich reichte ihm meine Hand entgegen, die er nach längerem Zögern mit seiner halbherzig umgriff. Schnell ergriff Basti das Wort. Lincoln wollte mir eben noch von dem Plan für die Nacht erzählen, da dachte ich, schleppe ich ihn gleich hierher. Er drehte sich zu Lincoln, der sich leicht genervt durch die dunklen Haare strich. Wir treffen uns gegen 2:30 am Myrtenweg an der kleinen Kreuzung. Also direkt beim Myrtenwald, schob Basti hastig ein. Ja, gab Lincoln knapp zurück. 2:30 in der Früh erschien mir ziemlich spät. Warum erst 2:30? Wieso nicht 11:45 oder so? Ist das nicht eher so die Geisterstunde? Lincoln war sichtlich genervt von meiner Fragerei. Die Uhrzeit ist wichtig für die Beschwörung, okay? Überlass das einfach mir. Ich machte Andeutungen, weitere Fragen zu stellen, aber Basti schüttelte nur zurechtweisend den Kopf. Lincoln verabschiedete sich mit einer Handbewegung und verließ das Klassenzimmer. Na, wir brauchen von dem Ganzen nichts zu wissen, erklärte Basti. Komm einfach nachher direkt zu mir und wir gehen gemeinsam dahin. Es war bereits 2 Uhr nachts, als Basti und ich uns Richtung Myrtenweg aufmachten. Der Mond lag ruhig am tiefschwarzen Himmel und war umschlungen von Wolken, die mit seinem Leuchten in der Dunkelheit spielten. Es war immer wieder ein wundervolles Schauspiel, wenn man sich nicht in der Sicherheit seines eigenen Hauses befand. Nach einer Weile verließen wir die gepflasterten Straßen und somit den sicheren Schein der Straßenbeleuchtung, worauf wir unsere Taschenlampen hervorzogen. Die Pfade, die sich seitlich der Felder und Ländereien erstreckten, führten uns geradewegs zum Anfang des Myrtenweges, an dessen Kreuzung eine zwielichtige Gestalt auf uns wartete. Da seid ihr ja. Lincoln trat aus dem Schatten der Bäume hervor, mit einem Rucksack über die Schulter geworfen. In der anderen Hand hielt er einen zugeschnürten Stoffbeutel. Nabend, wir sind doch noch rechtzeitig, oder? Basti war sichtlich aufgeregt. Ja, alles gut. Er drehte sich Richtung Eingang des Waldes. Lasst uns keine Zeit verschwenden. Kommt mit. Basti zuckte nur mit den Schultern und folgte ihm. Selten war ich zu so später Stunde in einem Wald. Die Äste der Bäume waren wie ein Netz über unseren Köpfen zusammengeflochten und fingen jeglichen Mondschein zwischen ihren Blättern auf. Ohne unsere Taschenlampen würden wir in vollkommener Dunkelheit umhertappen. Mir fiel auf, dass Lincoln uns voranlief, ohne eine Taschenlampe. Problemlos und entschlossen machte er sich durch das Gestrüpp, während Basti und ich immer wieder mit unseren Lichtern die Umgebung durchleuchteten. Wir sind gleich da. Lincoln deutete mit seinem Arm in die Finsternis, wobei der Beutel, der von seinem Handgelenk herunterhing, begann sich zu bewegen. Unser Lichtspiel der Taschenlampen musste mir einen Streich gespielt haben. Ein paar gefühlte Minuten darauf blieb Lincoln stehen und verkündete ehrfürchtig: Hier ist es. Basti und ich richteten unsere Lichtkegel hinter Lincoln. Es war, als hätte das Schattenreich uns eine Unterkunft aus dem Nichts heraufbeschworen. Efeu hatte sich um das brüchige Gemäuer des Hauses geschlungen, als wolle es die tiefen Risse, die wie eine Wunde aufgeklafft waren, wieder verschließen. Auf den Fenstern lag ein dicker Belag von pechschwarzem Ruß, der uns die Sicht ins Innere komplett verwehrte und nur ein Anzeichen von vielen dafür war, dass dieses Haus einst in Flammen gestanden hatte. Ein knarrendes Geräusch ließ mich aus dem Moment der Beobachtung aufschrecken. Lincoln hatte die verkohlte Eingangstür des Gebäudes aufgetreten. Basti schaute mich mit ansteckender Begeisterung an. Wusstest du von dem Haus hier? Kopfschüttelnd ging ich Lincoln hinterher ins Haus. Lincoln hatte bereits seine Taschen abgelegt, sich am Wohnzimmerteppich zu schaffen gemacht und zog diesen beiseite. Helft mir mal, wir brauchen Platz. Basti und ich schauten uns kurz an und nickten uns bestätigend zu. Wir sammelten zersplitterte Überreste von Möbeln auf und warfen sie in die Ecke des Wohnzimmers, dessen einst weiße Wände von abstrakten Mustern aus verflossener Schwärze gebrandmarkt waren. Es ist jetzt 2:50. Hier! Lincoln zog einen Satz weißer Kreide aus seinem Rucksack und hielt ihn uns entgegen. Wir werden ein paar Symbole an die Wände zeichnen. Basti, du zeichnest dort und Finn, du nimmst dir die Wand vor. Zusätzlich zu den Kreidestiften gab er jedem von uns ein vergilbtes Blatt Papier, welches aus einem Buch gerissen zu sein schien. Ich leuchtete das Papier an und sah mir völlig unbekannte Symbole und verworrene Schriftzüge. Das sollen wir in 10 Minuten zeichnen? Sollte kein Problem sein, Finn. Du bist doch in Kunst 1, grinste Basti zu mir herüber, während er bereits damit begann, die ihm zugeteilten Symbole an die Wand zu kritzeln. Lincoln, der auf dem Boden kreisförmige Markierungen zog, hielt inne. Wir haben wenig Zeit, mach das Beste draus. Er schaute mir tief in die Augen. Wird schon schief gehen. Eilig ging ich auf die Wand zu und legte den Zettel auf einer völlig verstaubten und zerschlissenen Kommode ab.
Ich entschloss mich zuerst, die großen Rundungen der Symbole nachzuzeichnen und die Details nachträglich hinzuzufügen. Erst beim Ansetzen der ersten filigranen Linien bemerkte ich, wie die Markierungen im Verlauf des Kreises eine Geschichte erzählen sollten. An oberster Stelle war die abstrakte Darstellung eines Tieres, das aufrecht auf zwei Beinen sitzend unter der Sonne oder dem Mond die Pfoten in den Himmel streckte. Jedes fortlaufende Bild ließ das Kreisgebilde abnehmen, wie die untergehende Sonne oder das Verschwinden des Mondes. Mit dem Himmelskörper beugte sich das Tier, bis es letztendlich in einer völlig verkümmerten Position verharrte und an unterster Stelle auf dem Rücken lag. Die restlichen Abbildungen ließen die Kreatur wieder aufstehen, allerdings in einer sehr unnatürlichen Art und Weise, die an das Auferstehen eines Toten erinnerte. Gerade als ich die letzten Züge der Schriftzeichen abgeschlossen hatte, stellte sich Basti zu mir. Und? War doch ein Kinderspiel, oder? Er klopfte mir bestätigend auf die Schulter. Ja, passt schon. Achtung, es geht weiter. Wir haben nur noch ein paar Minuten. Lincoln hatte mehrere Teelichter angezündet und reichte sie uns, um sie im Raum zu verteilen. Stellt sie einfach so auf, dass wir genügend sehen können und stellt euch anschließend zu mir. Wir taten, wie uns geheißen. Lincoln hielt uns seine dünnen Hände hin. Ich werde gleich ein paar Sätze sagen und jedes Mal, wenn ich mit einem Satz fertig bin, sprecht ihr mir nach. Alles klar? Er schaute uns abwechselnd an, um sich zu vergewissern, dass wir ihn verstanden hatten. Basti nahm seine Hand und ich nahm die ihren entgegen. Und was dann? Mir war etwas unwohl, im Unklaren gelassen zu werden. Müssen wir noch irgendwas wissen? Lasst euch nicht los, bis ich es sage und sprecht mir einfach nach. Ihr dürft den Kreis auf keinen Fall brechen, sonst klappt es nicht. Egal was passiert, tut, was ich euch sage. Er schaute uns ein weiteres Mal entschlossen an. Wir nickten. Lincoln schloss seine Augen und atmete mehrere Male tief ein und wieder aus. Basti und ich schauten uns ungläubig an, als Lincoln das Schweigen durchbrach. Leise, leise liegt es da, treibt herab den Fluss. Lincoln öffnete die Augen, starrte uns energisch an und drückte unsere Hände. Unsicher begannen wir, seine Worte im Einklang nachzusprechen. Leise, leise liegt es da, treibt herab den Fluss. Weite Reise ohne Pfad, doch wo ist der Schluss? Dein Kind hat sich verirrt, dein Kind ist jetzt allein. Dein Kind traf Messers Schneide, dein Kind traf seine Zeit. Leise, leise schläft es da, ruht im Ungewiss. Ohne Treiben, ganz und gar, weiß es nicht, wo es ist. Dein Kind ist nun erschöpft, dein Kind brach sich den Fuß. Dein Kind traf Mutter Erde, dein Kind traf Jägers Schuss. Verloren in der Ewigkeit und in unserem Sein. Meister Lampe, schau vorbei und bring es zu dir heim. Mit dem Erschallen der letzten Worte löste Lincoln sich von unseren Händen und ich öffnete meine Augen, die ich in der Trance des Aufsagens wie von selbst geschlossen hatte. Basti drehte sich hastig umher und hielt Ausschau nach einer Veränderung im Raum. Was jetzt? Hat's geklappt? Noch nicht ganz. Es fehlt nur noch sein Kind. Lincoln kniete sich runter und wühlte in dem Stoffbeutel herum, den er zusätzlich zu seinem Rucksack mitgebracht hatte. Perplex schaute ich zu ihm herab. Sein Kind? Ein mitleiderregendes Fiepen erfüllte den Raum, als Lincoln etwas am Nacken packte und aus dem Stoffbeutel hervorholte. Es war ein Hase, der zappelnd versuchte, sich aus dem festen Griff von Lincolns Hand zu befreien. Was hast du vor, Link? Hustete Basti nervös. Wonach sieht es denn aus? Er griff mit seiner freien Hand in seine Jackentasche und präsentierte uns mit dem klackenden Geräusch der ausfahrenden Klinge ein Teppichmesser. Bitte sag mir nicht, dass du den Hasen töten willst. Ungewollt hob ich vor Aufregung meine Stimme an. Das ist doch bescheuert! Lass ihn los! Haltet die Klappe! Ihr wolltet ein Ritual durchführen und ich hab euch gesagt, ihr müsst machen, was ich euch sage. Er führte die Klinge zum Hals des Tieres und setzte an. Der Hase machte gewaltige Anstalten, um sich vor seinem bevorstehenden Ende zu retten und trat wie wild in der Luft um sich. Halt gefälligst still, du Mistvieh! Eine ruckartige Bewegung und Lincoln schrie auf. Der zuckende Hase prallte mit einem unsanften Knall auf den harten Boden und versuchte sich mit ruckartigen Stößen der Hinterbeine aufzurichten. Vergeblich. Das Blut benetzte den Boden und verteilte sich in kleinen Bahnen auf der Markierung. Scheiße! Wegen dir habe ich mir in den Finger geschnitten! Lincoln trat gegen den sterbenden Körper des Nagers und hielt sich dabei seinen Finger. Basti ergriff meine Schulter, sodass es wehtat. Ah, Basti, was ist... Ich hielt inne. Die Türen des Hauses standen sperrangelweit offen. Noch immer sich den Finger haltend, richtete sich Lincoln auf und schaute abwechselnd zu den offenstehenden Türen. Es hat geklappt. Mit einem Mal
war es still. Keiner von uns gab einen Ton von sich. Wir waren gebannt von dem unbegreiflichen Fakt, dass die von uns geschlossenen Türen geöffnet worden waren, ohne dass wir es bemerkt hatten. Immer wieder wanderten unsere Blicke umher, als könnte sich in Kürze ein weiteres Phänomen offenbaren. Es begann als leise Luftstöße in der Ferne. Ein rhythmisches Atmen, das sich aufhäufte, wie durch einen Chor, jedoch nicht menschlich. Es klang nach hechelnden Atemstößen aus zerrissenen Lungen, deren Funktion seit längerer Zeit nicht in Gebrauch gewesen waren. Vollkommen erstarrt fixierte ich die offenstehende Tür und den Anblick in die schwarze Nacht. Sie waren da. Hasen. Langsam hüpften sie nacheinander durch den Türrahmen und nach ein paar Metern zog sich mir ein abstoßender Schauer den Rücken entlang. Die Augen der Hasen waren weit aufgerissen, ihre Ohren angelegt wie bei einem wild gewordenen Hund und die Lefzen so weit nach hinten gezogen, dass man das Gebiss klar erkennen konnte. Immer wieder gaben sie diese widerlichen Geräusche von sich und starrten mit ihrem geradezu irren Blick im Raum umher. Ich bemerkte, wie Basti zitternd rückwärts zur Wand ging und sich schützend anlehnte. Lincoln hielt sich noch immer die Hand und schaute voller Begeisterung in das befremdliche Spektakel herab. Ahnungslos verharrte ich steif in der Mitte des Raumes. Die Hasen, wenn man sie so nennen konnte, hüpften geradewegs auf ihren frisch verstorbenen Artgenossen zu. Ich schaute mich um und versuchte, die Hasen zu zählen. Es mussten an die 20 gewesen sein. Als ich meinen Blick zurück zu der Anhäufung um den Leichnam des geopferten Hasen wandern ließ, zuckte ich zusammen. Sie stießen ihre aufgerissenen Mäuler in den Leib des Toten und zerrten an seinem Fleisch. Das bellende Keuchen der Hasen wurde unerträglich und hinzu kam nun das zehrende Geräusch aufeinanderprallender Zähne und dem Reißen von Fleisch. Gerade als sich die überschlagene Geräuschkulisse durch meine Ohren bis ans Hirn zu bohren begann, hörte ich ein Klopfen, was die Hasen dazu veranlasste, aufzuschrecken. Sie richteten sich und ihre Ohren weit auf. Einer der Hasen am äußersten Ende des Geschehens klopfte mehrere Male mit seiner langen Pfote auf den Boden. Wie vom Wolf gejagt, preschten sie aneinander vorbei und liefen zurück in die tiefschwarze Nacht, aus der sie so imposant erschienen waren. Innerhalb weniger Atemzüge war der Raum vollkommen frei vom Getier und alles, was blieb, waren die vom Luftzug geschaffene Choreografie der Teelichter. Ich wandelte meine Anspannung in Mut um und öffnete meine Lippen. »Was zur Hölle war das?« brach es aus mir heraus. Basti, der sich bis eben an der Wand angelehnt hatte, war zu Boden gesunken und atmete schwer ein und aus. Seine Augen waren weit geöffnet und sein Blick wanderte in der Leere umher. Lincoln hingegen durchwühlte seinen Rucksack und verband sich ungeschickt seine Hand mit einem Halstuch. Schnell rannte ich zu Basti rüber und kniete mich zu ihm herunter. Basti, hey! Er hatte jegliche Farbe im Gesicht verloren und reagierte erst spät auf meinen Zuspruch. Lass ihn doch einfach sitzen. Der kriegt sich schon wieder ein. Lincoln stand auf und ging auf uns zu. Ihn sitzen lassen? Ich konnte meinen besten Freund nicht einfach sitzen lassen. Wie auch. Alles, was ich wollte, war, mit ihm von hier zu verschwinden. Du willst, dass ich ihn hier alleine lasse, während wir abhauen? Abhauen? Lincoln lachte auf. Niemand hat gesagt, dass wir gehen. Interessiert dich denn gar nicht, wovor die Meute weggelaufen ist? Worauf willst du hinaus? Was für eine Person war Lincoln eigentlich? Woher wusste er so viel über diese Zeremonie und ihre Eigenheiten? Hat er sowas schon mehrmals gemacht? Laut der Inschriften müsste es bald soweit sein. Jeden Moment. Wie aufs Wort beendeten die Teelichter ihre Kür in einer sanften Bewegung, erstickten und es wurde finster. Ich griff nach meiner Taschenlampe, die ich zuvor auf den Boden abgestellt hatte, und Lincoln schnappte sich die von Basti. Unsicher schnellten wir mit dem Lichtkegel umher, als wir beide auf der Öffnung einer Tür verweilten. Vor uns erstreckte sich pure Finsternis. Es war, als würde sich hinter dem Türrahmen das Nichts in all seiner Pracht ausbreiten. Denn der Schein unserer Taschenlampen wurde von der Schwärze komplett verschlungen. Ungläubig schaltete ich meine Taschenlampe ein paar Mal an und aus. Für einen kurzen Moment glaubte ich tatsächlich etwas anleuchten zu können, aber in der Ferne der Dunkelheit war etwas anderes, das im Kontrast zum Dunkel hervorstach. Es war ein Licht. Nicht irgendein Licht, sondern ein weiches. Weit entfernt erlosch es und nach wenigen Sekunden erschien es wieder so geschmeidig, wie es verschwunden war.
Mit jedem Mal, dass es sich auflöste und uns von Neuem präsentierte, kam es näher. Hypnotisiert starrte ich in die schwarze Masse, nur um den weißen Leuchten erneut folgen zu können. Es dauerte nicht lange, bis sich das Licht wenige Meter vor uns befand. Es war ein Hase, dessen schwarzes Fell mit dem Schattenreich um ihn herum verschmolz und unsichtbar werden ließ. Nach ein paar Schritten richtete er sich auf und offenbarte uns sein prächtiges Bauchfell, das der Ursprung des immer wiederkehrenden Lichtes war. Einen gefühlten Meter vor dem Türrahmen blieb er stehen und bewegte sich nicht. Vorsichtig schaute ich zu Lincoln herüber, dessen Blick unerwarteterweise wie versteinert vor Ehrfurcht war. »Meister Lampe«, flüsterte er mit zittriger Stimme. Meister Lampe verweilte ein paar Momente vor uns und drehte sich darauf um. Er entfernte sich wieder von uns, blieb nach ein paar Hüpfern wieder stehen und zeigte uns seine Lampe. Das weiße Bauchfell. »Er will, dass wir ihm folgen.« Lincoln hatte sich aus seiner Starre gelöst und war einen Schritt auf den Türrahmen zugegangen. Er drehte seinen Kopf zu mir. »Es hat funktioniert! Komm mit! Er will, dass wir ihm folgen!« Ich schaute abwechselnd zwischen dem Türrahmen und Basti, der sich etwas beruhigt hatte, hin und her. »Aber was ist mit Basti?« »Ich hab dir doch gesagt, dem passiert nichts. Das ist eine einmalige Chance!« In seinem Wahn der Begeisterung trat Lincoln durch die Tür ins Schwarze und ging dem Licht von Meister Lampe hinterher. Interessiert verfolgte ich jeden seiner Schritte. Ich war äußerst angetan von dem Gedanken, eine Reise ins unbekannte Dunkel zu wagen. Wie Alice, die sich in den Hasenbau wagte, um eine Welt voller Wunder zu entdecken. Erwartungsvoll trat ich vor bis zur Schwelle und starrte Lincoln hinterher. »Lincoln!« rief ich ins Nichts. »Ja, ich bin hier! Das musst du dir unbedingt ansehen!« kam es schallend zurück. Ich schluckte und wollte den ersten Schritt wagen, als sein aufheulender Schrei mich erschrecken ließ. Das kreischende Wehklagen von Katzen durchschnitt die hallende Schwärze und mit ihm das zerberstende Gejaule von Hunden. Dem Getümmel der schmerzerfüllten Schreie kamen unzählige weitere Tierrufe hinzu, die im Chaos den markerschütternden Schrei von Lincoln untermalten. Ein Schrei, so wie ich ihn nie in meinem Leben jemals vernommen hatte und hoffentlich auch nie wieder hören werde. Von Angst erfüllt wich meinen Beinen die Kraft zu stehen und ich fiel rücklings auf den Boden. Noch immer starrte ich in die Finsternis, die mir mit unbarmherziger Lautstärke entgegenschrie. Erst als sich das Treiben langsam legte, fiel mir der Körper des toten Hasen auf, der sich wie zurück ins Leben gerufen in Richtung Türschwelle über den Boden schleifte. Angestrengt zerrte sich der Leichnam durch den Türrahmen, worauf die Tür mit einem gewaltigen Schwung ins Schloss fiel und das Geschrei erstickte. Ich sprang auf, rannte zu Basti und hiefte ihn hoch. Keine weitere Sekunde würde ich in diesem Haus verbringen und keinen Gedanken an das, was gerade geschehen war, verschwenden wollen. Stolpernd und unbeholfen rannten wir durch den Wald, ohne auch nur ein Wort über diese Nacht zu verlieren. Erst im Laufe der Tage würden wir dieses Ereignis Revue passieren lassen, spätestens dann, wenn sich Polizisten um den Aufenthaltsort von Lincoln erkunden wollten. Doch das waren Probleme für die nächsten Tage. Der Schockmoment war zu frisch und ich würde bis zu ungewisser Stunde keinen klaren Gedanken fassen können. Erschöpft und verschwitzt, betraten wir Bastis Haus und legten uns so gut es ging zum Schlafen ins Bett. Es war die längste und kürzeste Nacht, die ich jemals hatte. Denn die Schreie, die aus dem Nichts getreten waren, würden mich für etliche Nächte verfolgen. Das Ritual war nur wenige Stunden her und doch fühlte sich alles so unwirklich an. Am frühen Morgen musste ich mich wieder auf den Weg machen, schließlich hatte mein Bruder Geburtstag. Der Weg nach Hause war eine Tortur sondergleichen. Ich setzte mir mit letzter Kraft ein krampfhaftes Lächeln auf und klingelte an der Haustür, als Alex mir bereits aufgeregt entgegensprang. »Oh mein Gott, Finn, du wirst nicht glauben, was Mama und Papa mir geschenkt haben.« Er packte mich am Handgelenk und zog mich hüpfend durch den Flur bis hin zum Garten. Ich verlor jegliche Motivation, ein Lächeln vorzuspielen. Auf dem Rasen unseres Gartens tummelten sich zwei schwarz-weiße Kaninchen.